Herzlich willkommen in Farb in Borken. Samuel Jesuren de Mesquita, der von 1868 bis 1944 in Amsterdam lebte und arbeitete, war ein hervorragender Grafiker, ein wunderbarer Zeichner, ein genauer Beobachter und ein Fantast. De Mesquitas Werk lässt sich in zwei große Gruppen unterteilen. Mit seinen großformatigen Grafiken von Pflanzen und Tieren, mit seinen Bildnissen und Aktdarstellungen hatte er großen Erfolg. Parallel dazu schuf er sein ganzes Leben lang Zeichnungen, die er selbst Fantasien nannte und denen er auch keine eigenen Titel gab. Diese Bilder entstanden Zeit seines Lebens und, wie er selbst sagte, ohne einen genaueren Plan. Ganz charakteristisch für diese Werke ist, dass sie sehr genau Alltagssituationen beobachten und diese dann ganz frei, satirisch, fantastisch oder grotesk weiterentwickeln. Und genau diese Zeichnungen stehen im Zentrum unserer Ausstellung hier im Farb. Zeitlebens in Amsterdam verwurzelt geblieben und stammt aus einer sephardisch-jüdischen Familie. Das war eine sehr enge Community, die in Amsterdam gelebt hat. In seiner Familie waren schon viele Künstler und Grafiker herausgegangen. Er selber war auch Druckgrafiker, hat lange Zeit auch in der Lehre verbracht. Viele seiner Werke sind Motive aus Flora und Fauna, vor allem Holzschnitte. Dazu kommt aber eine sehr umfangreiche Zeichenöuvre, über 1000 Blätter, zu denen es auch bis heute keine allumfassende Aufzeichnung gibt. Viele Blätter, die wir hier sehen in dieser Ausstellung, sind auch erstmals ausgestellt. Insgesamt hat er 3 Mappen herausgegeben, Lithografien, Radierungen, Zeichnungen, gerade von den frühen Zeichnungen, die nur als Reproduktionen hervorgebracht wurden, sind einzelne hier ausgestellt, auch in Farbe, was sehr speziell ist für Mesquita. Mesquita hat sein Leben lang eigentlich so gut wie keine Einzelausstellungen gehabt, sondern hat vor allem in Gruppenausstellungen seine Werke präsentiert, hat sehr zurückgezogen gelebt und das zeigen auch die Motive. Also oft ist das ein stiller Blick eines Beobachters, eines Voyeurs, der von der Seite eine Szenerie beobachtet, oft kleine Gruppen, die irgendwie in Zwiespalt zueinander sind oder in Streitkonflikten. Das sind oft auch relativ ruhige Momente, wie Leute zusammenkommen. Keine großen Gefühle wie Liebe oder Freundschaft, sondern eher kleine Begegnungen, die ihm im Stadtbild auch begegnet sind. Viele der Werke sind leider nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen in Vergessenheit geraten, was einfach daran liegt, dass Mesquita deportiert wurde. Am 31. Januar 1944 sind die Deutschen in sein Wohnhaus eingedrungen, wo er auch seine Zeichnungen oder einen Großteil seiner Zeichnungen bewahrt hatte. Und viele Zeichnungen sind dadurch verloren gegangen. Ein Teil des Werkes wurde aber durch seinen Schüler M.C. Escher gerettet. Und viele der Zeichnungen können wir jetzt heute hier erstmals so in diesem Verbund sehen. Als ich das zum ersten Mal 1980 in Amsterdam gesehen habe, war ich schockiert und begeistert. Einmal begeistert von der handwerklichen Technik. Wenn man hinter mir sieht, man das vielleicht, ein paar Holzschnitte, die in Perfektion gemacht worden sind, oft 10-mal hintereinander und er war immer noch nicht zufrieden. Und auf der anderen Seite eben seine Fantasiezeichnungen. Und schockiert war ich über das Ende, was Mesquitas Familie, nicht nur er, sondern auch seine Frau und Jaap genommen haben. Das hat mich auch wahnsinnig schockiert. Und ich hatte irgendwie die Idee, oder meine Frau und ich hatten irgendwie die Idee, dass das jetzt eine richtige Zeit dafür wäre, den zu sammeln. Denn alles andere, wir hatten vorher auch schon Grafiken gesammelt von Horst Jansen oder von
ich weiß nicht mehr, wie sie alle heißen. Und das war aber mit Abstand der größte, den wir uns auch leisten konnten. Der war natürlich noch nicht so bekannt. Also er war natürlich bekannt, nur bei uns nicht bekannt und in Deutschland vielleicht auch überhaupt nicht bekannt. Und dann haben wir das ganze Haus zugepflastert mit Mesquita auf die ganze Zeit hin. Mesquita ist Teil der reichen künstlerischen Kultur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Amsterdam. An dieser hatte er Anteil als akademischer Lehrer und zugleich als Mitglied des Vereins zur Förderung der grafischen Künste in Amsterdam. Sein Werk ist zugleich Teil der großen, vielfältigen europäisch-jüdischen Kultur, die die Nationalsozialisten vernichten wollten. Die Erinnerung an den Menschen, den Mesquita und sein Werk, drohte durch die gewaltsame Zerstörung seines Ateliers durch die Nationalsozialisten zu erlöschen. Doch Freunde und Schüler retteten sein Werk und Museen und Privatsammler bewahren bis heute sein Erbe. Dass eine der größten und wichtigsten Privatsammlungen von Werken der Mesquitas gerade in Borken ansässig ist, ist ein riesiger Glücksfall. Und wir danken dem Sammler Christian Ottwin Wolters sehr, dass er uns seine Werke für diese wunderbare Ausstellung zur Verfügung gestellt hat.